Aber die mochte ich sehr. Sehr gerne. Dann schmeiße ich schon weg. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal ein Update zu den 12 Produkten, die ich bis Ende Dezember zusammen mit Melanie aufbrauchen möchte. Ich verlinke euch ihren Kanal hier oben, wie immer. Und ja, ich würde sagen, ich habe abgewogen und wir legen direkt los mit den Produkten. Kleiner Disclaimer vorneweg. Ich habe jetzt gerade noch unter der an meinem unteren Wimpernkranz Lidschatten aufgetragen, weil irgendwie war ich so begeistert von diesem Look, als ich den geschminkt habe bei meinen 5 Produkten in einem Monat, dass ich komplett alles vergessen habe. Erstmal das Augen-Innen-Highlight, ne, das hatte ich ja im Video noch nachgetragen und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe ja hier unten gar nichts. Ja, habe ich jetzt noch gerade gemacht, nur für den Fall, dass ihr euch nicht wundert, aber der Look ist der gleiche. Wie gesagt, ich drehe damit jetzt mehrere Videos. Da habe ich zum einen die Fotofinish von Catrice. Ja, sie ist leer, komplett. Als kleiner Spoiler vorneweg, ich war ziemlich fleißig, hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, so viel aufzubrauchen, aber ja, gut, eins nach dem anderen. Wie gesagt, die ist leer, die hat jetzt noch, also die leere Verpackung, 71,20 Gramm. Es ist ja ein Glasflakon, ne? Die sind immer ein bisschen schwerer für gewöhnlich und aufgebraucht habe ich hier von 8,93 Gramm. Ja, wie gesagt, es ist, man sieht das vielleicht, ne? Teilweise noch ein bisschen was drin, aber ich kriege das nicht mehr raus. Ich habe versucht, das zu schütteln und hast du nicht gesehen und rauszupulen. Also es geht jetzt nicht mehr und dementsprechend ist sie jetzt für mich aufgebraucht. Das zweite Produkt, wo ich hart dabei bin und ja, wo ich auch erste Erfolge schon sehe, es sieht nämlich, ihr seht es, ne? Hier ist ein mini, mini, klitzekleines Hitzeband drin, bin ich super stolz drauf, ist übrigens das L'Oreal BB Powder. Ja, das hat noch 51,27 Gramm und aufgebraucht habe ich hier von 2,76 und ich sehe gerade, das bröselt etwas. Ja, wie ich die Produkte finde und so, das erfahrt ihr entweder in meinem Fazit, wenn ihr wollt, da könnt ihr mir mal was zu schreiben, ob ihr auch wollt, dass ich euch was dazu sage als Review oder ob ihr sagt, du zeigst sie sowieso in deinem Aufgebraucht dann, also ich sammle die ja und dann kommen die wahrscheinlich im Januar aufgebraucht, werdet ihr die sehen und ob ihr dann sagt, das reicht mir dann, wenn du mir da was zu sagst. Genau, das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Solange machen wir jetzt mal weiter mit dem Primer. Auch der ist leer. Ja, auch den habe ich geschafft. 14,71 hat der noch und 8,71 Gramm habe ich davon aufgebraucht. Der Get Picture Ready Primer von Essence. Das nächste Produkt ist mein Color Tattoo. Auch den habe ich euch gerade in dem Look dazu gezeigt, ne, dass ich den fleißig in Verwendung habe. Und ich verwende den nicht nur in Videos, sondern auch im Alltag. Jeden Tag, weil ich ihn wirklich aufbrauchen möchte innerhalb des Projektes. Das ist mein großes Ziel. Ihr seht, ich matsch mir das immer noch so ein bisschen hier an die Kante, ne, damit ich was habe davon. So viel ist da nicht mehr drin, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so aussieht und hier noch ziemlich viel drin ist, aber das ist auch hart geworden. Kriege ich leider da nicht mehr raus, aber ich arbeite hart daran. Dieser Primer hat noch 47,06 Gramm und aufgebraucht habe ich hier von 0,95 Gramm. Wie gesagt, das ist auch ein Glastiegel, ne? Der ist schwer, deswegen ja, wundert euch nicht anhand dieses hohen Gewichtes. Ja. Das hat alles seine Richtigkeit. Weiter geht's mit einem Produkt, was ein bisschen leichter ist. Der hat nämlich noch 8,90 Gramm. Habe ich auch bisher nicht geschafft aufzubrauchen, wirklich. Aber auch das ist mein großes erklärtes Ziel. Ihr wisst es, ne? Weil ich hatte den schon im letzten Projekt drin, ne? Und habe ihn nicht geknackt. Aufgebaut habe ich hier von 0,98 Gramm. Und ich muss sagen, ich war ziemlich fleißig. Also ich drehe euch den mal raus, dafür, dass der sehr farbintensiv ist. Also der geht für mich Teil wirklich als schierer Lippenstift durch, kann ich so sagen. Eine Lippenpflege ist das für mich nicht. Ich benutze den, wie gesagt, im Alltag sehr viel. Auf Arbeit und ja, da kann man den gut tragen. Aber für mal eben nachzutragen, das sage ich euch direkt, ist das nichts. Auch wenn ich euch keine Review geben wollte, aber das kann ich euch sagen. Dafür ist das kein Produkt. Das ist eher für mich ein Lippenstift, wirklich. Aber ja, ich bin auch hier gut dabei. So, dann geht es weiter mit der pflegerischen Pflege. Mit der, nicht mit der dekorativen, sondern mit der Pflegeabteilung. Keine Ahnung. Wir machen weiter mit Isana Q10 Tagescreme. Die hat noch 116,47 Gramm und die ist auch leer. Ihr seht es. Ja, die habe ich auch gekillt. Bin ich auch sehr froh drum. Und aufgebaut habe ich hier von 35,43 Gramm. Einmal das. Und ja, das Pendant dazu für die Nachtpflege. Auch hier radikal leer. Hat noch 115,17 Gramm und aufgebaut habe ich hier von 24,91. So, damit wären wir schon bei 4 Produkten, die ich bisher geleert habe. Und ich kann euch sagen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, Mädels. Wir machen weiter fröhlich mit dem nächsten Produkt. Auch das ist leer. Ja, da habe ich wirklich alles so gegeben, dass das leer geht, weil
Ich bin nicht so der Freund von Duschschäumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe für mich den Sinn noch nicht so in diesen Produkten entdeckt, um ehrlich zu sein. Der hat noch 49,76 Gramm und aufgebraucht habe ich hier von 186,35. Ja, wie gesagt, der war voll, wie ich damit angefangen habe und jetzt ist er leer. Ich muss dazu sagen, ich habe den nicht nur zum Duschen benutzt, ich habe den auch zum Rasieren benutzt tatsächlich. Weil, ja, ich hatte kein Rasiergel und keinen Schaum und dann habe ich mir gedacht, oh, kannst auch Duschschaum nehmen, ne? Und ja, dementsprechend ist der auch so schnell leer gegangen und ich habe ihn auch nicht nur zum Duschen, sondern auch zum Baden benutzt, also immer zum Waschen und zum Rasieren, wie gesagt. Deswegen ging das relativ schnell mit dem Produkt und ja, ich bin froh, weil, wie gesagt, das ist nicht so meine Produktkategorie, Duschschaum. Ja, dann geht's weiter mit einer Augenpflege, auch die habe ich gekillt. Das wäre dann Produkt Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Produkt Nummer 6, was ich gekillt habe. Und zwar hat die noch 7,80 Gramm. Das ist von Unique, die Augenpflege. Ja, die habe ich aufgebraucht von... Ja, und aufgebraucht habe ich davon 3,56 Gramm. Ist, wie gesagt, auch leer. Ich habe sie jetzt nicht aufgeschnitten, aber es geht nichts mehr raus. Ich habe gepresst wie so eine Irre. Es kam nichts mehr und dementsprechend ist das Produkt für mich geleert. Ein weiteres Produkt, was auch leer ist und wo ich mega, mega froh drüber bin, weil, ja, das ist einfach schrecklich und ich habe noch ein Backup davon. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, Mädels. Wenn ihr das liebt und ihr seht das hier, dann schreibt mir das gerne. Ich schenke euch das gerne. Aber ich kann damit absolut nichts anfangen. Ich bin so froh, dass das leer ist. Das ist überhaupt nichts für mich. Keine Ahnung. Ja, das Isana Locken Styling Cream, pure Locken Styling Cream, hat jetzt noch 54,452 Gramm, die Hülse hier, und aufgebraucht habe ich davon 15,25 Gramm. Ja, wie gesagt, kein Produkt für mich. Was ich hingegen ganz gerne mochte, war hier von Jill Sander die Light, und ihr seht, auch die ist leer. Die Body Lotion, die hat noch 26,63 Gramm und aufgebraucht habe ich hier von 41,03. Und nein, die habe ich ausnahmsweise mal nicht für meine Beine benutzt. Die habe ich wirklich für den, ja, für den Körper auch benutzt, ne? Body Lotion halt, aber nicht nur für meine Füße oder für meine Beine, weil da schmiere ich mir grundsätzlich alles nur das drauf, was ich nicht mag. Das letzte Produkt im Bunde ist das Balea Öl Repair Schwerelos Haaröl Spray, ja, zum leichter Kämmen und Gedönsrads. 29,86 Gramm hat das und aufgebaut habe ich hier von 33,74 Gramm und auch dieses Produkt ist leer. Das heißt, ich habe in diesem Monat sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Produkte geleert von 12 und ja. Und ich finde, das ist mal ein Applaus wert an dieser Stelle. Ja, Eigenlob stinkt, oder wie sagt man, ne? Aber ja, ich finde es schon Wahnsinn, wie viel ich geschafft habe, auch von den dekorativen Produkten. Natürlich habe ich da noch ein paar, die ich aufbrauchen möchte, ne? Aber bei dem Puder bin ich ganz gut dabei, da bin ich ganz guter Dinge, weil ich das doch jeden Tag verwende. Und der Lippenstift, also ich sage jetzt bewusst Lippenstift, ja, da bin ich auch eigentlich guter Dinge, genauso wie bei der Eyeshadow Base. Also wenn ich die dekorativen Produkte noch leer kriegen würde, dann wäre ich wirklich, ja, mega happy, weil die Pflegeprodukte habe ich ja auch alle aufgebraucht, ne? Was mir wiederum wieder zeigt, dass ich habe ja jetzt schon mehrere dieser Projekte gemacht, dass ich wirklich kein Problem damit habe, Pflegeprodukte aufzubrauchen. Also da kann ich auch wirklich mal mehrere kaufen, weil ich benutze das Zeug einfach unheimlich viel. Und ja, wo ich halt Probleme habe, ist wirklich mit dekorativen Sachen. Aber auch hier bin ich mittlerweile dran, dass ich öfters mal eine Foundation die gleiche benutze. Ich habe im Moment zum Beispiel diese hier. Die brauche ich auch von Max Factor, weil die halt schon ein bisschen alt ist. Und ja, da bin ich im Moment auch dran, dass ich da mal wirklich Produkte auch benutze, die ich schon vor ewigen Zeiten gekauft habe, damit sie, ja, damit ich sie benutzen kann, bevor sie schlecht werden. Weil dann kann ich sie wegschmeißen und dann, ja, es hat alles Geld gekostet, ne? Aber ja, da bin ich dran und ich bin gespannt, ob ich diese Produkte, die drei dekorativen, noch aufbrauchen werden kann. Bis Ende Dezember. Drückt mir die Daumen und ja, schaut auf jeden Fall auch bei der lieben Melanie vorbei und schaut, was sie aufgebraucht hat. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann zum letzten Video dieser Reihe wieder. Ich denke mal, dieses wird dann aber erst Anfang Januar kommen, weil ja, wenn, dann möchte ich auch gerne bis zum 31. Dezember wirklich aufbrauchen und die Chance haben, das Zeug aufzubrauchen. Sollte ich es natürlich vorher aufgebraucht haben, was ich nicht glaube, dann werde ich euch das vorher abdrehen. Aber so lange, bis das nicht leer ist und wir nicht den 31. Dezember haben, möchte ich gerne die Chance haben, die Produkte zu leeren. Weil das ist mein, ja, selbsternanntes großes Ziel, wirklich mal alle Produkte in einem Projekt leer zu kriegen. Das wäre so mein Wunsch. Ja, mal sehen, ob ich mir den erfüllen kann.
Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert hier gerne meinen Kanal. Falls ihr neu jetzt dazugekommen seid, erstmal Hallöchen, ne? Ja, ich bin die Vanessa und ich komme jetzt öfters, oder wie sagt man? Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Mädels. Macht es euch fein, haltet die Ohren steif, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns. Tschüss!